Ja, hallo Leute, wir fangen heute ein neues Spiel an und zwar das, was ich in Fallout schon angekündigt hatte, Crysis und da den ersten Teil. Ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht immer noch allzu sehr, weil ich habe jetzt einiges an den Fraps-Einstellungen habe ich jetzt geändert gehabt. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Das ist jetzt bereit, mein 7. Versuch, Crysis aufzunehmen. Da waren immer dermaßen Asynchronitäten teilweise in den Aufnahmen, teilweise von 12 bis 15 Sekunden und mehr. Das ging schon gar nicht mehr. Aber ich habe jetzt mal die ganze Grafik runtergedreht und das wird mein letzter Versuch sein, dieses Spiel jetzt aufzunehmen. Wenn das nicht funktioniert, dann muss ich mir was anderes ausdenken. Und wenn das nicht funktioniert, dann werdet ihr dieses Video ja auch nie sehen. Aber egal, wir werden mal anfangen. Auf normal werden wir das Ganze spielen. Und dieses Intro werden wir überspringen, weil das verrät irgendwie viel zu viel von dem ganzen Spiel, muss ich sagen. Ladezeiten sind dann doch etwas heftig. Ich kann euch auch gleich zeigen, bis wo ich eigentlich jedes Mal schon gekommen bin und dann geguckt habe, ob es synchron ist oder nicht, aber das sehen wir dann. Das war jedes Mal, wenn ich diese... Na, das sage ich euch denn. So. Taste drücken, fortzufahren. Sehen wir uns das Intro mal an. Hier spricht Dr. Helena Rosendahl vom IAS-Forschungsteam auf den Lingshan-Inseln. Die Koreaner haben die Kontrolle übernommen. Sie treiben draußen Zivilisten zusammen. Wir haben etwas gefunden. Im Feld. Diese Entdeckung könnte die Zukunft des Planeten verändern. Die Koreaner wissen nicht, womit sie es zu tun haben. Mutter, Hände hinter den Kopf! Sieben Tage später. Jetzt, wie ihr schon seht, die Grafik ist wirklich ziemlich runtergedreht. Und an dieser Stelle hatte ich immer schon den ersten Rucker und die erste Unsynchronisität. Weil dieses Flugzeug kam rein und das ruckelte und ruckelte und ruckelte. Aber jetzt keine Ruckler mehr. Ortschaftszentrale war wohl eine Fehlfunktion. Geschätzte Ankunft in 3 Minuten. Da werden wir jetzt wohl abgeworfen, denn wir sind ein Mitglied dieses Raptor-Teams. Hey Nomad, gibt's dich auch nochmal? Okay, meine Herren, der Geheimdienst hat auf der Insel starke Truppenverbände lokalisiert. Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine verdeckte Operation. Wir haben hier nur einen Evakuierungsbefehl. Wir sind nicht im Krieg. Noch nicht. Was? Prophet, wissen wir, ob diese Leute überhaupt noch leben? Genau das sollen wir rausfinden. Der Kontakt zu Dr. Rosendahl ist abgebrochen, als Nordkorea die Insel abgeriegelt hat. Das war vor einer Woche. Vor 2 Tagen haben wir das Notsignal eines Rettungsbootes aufgefangen. Irgendjemand da unten will gefunden werden. Raptor-Team, wir nähern uns jetzt dem Ziel. Bereit machen zum Absprung. Alles klar. Ja, dann mal los. Masken auf. Wenn wir draußen sind, hört alles auf mein Kommando. Seid vorsichtig. Grün in 5, 4, 3, 2, 1. Los, los, los! Ui, nur fliegen, ihr Schöne. Und wir sind draußen. Das, was da jetzt in der Mitte des Bildes ist, da hinten, da war ich schon. Das ist so ein kleines Dorf. Was das alles hier rechtfertigt. Von mir aus, ich wette 50 Mäuse, dass wir nicht wegen diesem Rosendahl hier sind. Da werden wir landen. Achtung, Team, bereit machen. Wir kriegen nicht viele Informationen. Nachtsicht funktioniert. USS Constitution verlegt. Bis dahin müssen wir improvisieren. Schirme öffnen auf mein Kommando. Alles klar.
Okay, ich öffne den Schirm. Seht ihr das? Robert hat's erwischt. Er hat seinen Schirm verloren. Er ist weg. Mein verdammter Schirm ist weg. Ich habe keinen Reserveschirm mehr. Reißen Sie sich zusammen. Sie sind über Wasser. Ihr Anzug absorbiert den Aufprall. Boah, unangenehm ist es trotzdem. Nomad, wie ist Ihr Status? Ich bin okay, aber mein Herd ist gestört. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst. Kommen Sie zum Strand. Sag bloß. Bin unterwegs. Hat jemand die Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Kommen! Hier, Psycho. Bin gelandet und unterwegs. Jester am Boden. Rücke jetzt zur Landezone vor. Aztec, ich hab Sie nicht auf dem Radar. Bitte kommen. So, ich muss auch gleich sagen, ich spiele dieses Spiel so halbwegs blind. Shit. Das soll heißen, ich weiß nicht, was hier storymäßig nachher passieren wird. Zumindest nicht ab dem ersten kleinen Dörfchen da hinten. Alles klar, Ihr Anzug ist okay. Sie sind wieder online. So, wollen wir gleich mal die Waffe ein bisschen modifizieren. Eine Taschenlampe haben wir hier. Schalldämpfer, den werden wir auf jeden Fall brauchen. Taktischen Aufsatz nehmen wir dazu. Reflexvisier. So. Hier haben wir unsere Einsatzziele auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sehen wir hier die Karte. Hier zu diesem Punkt müssen wir zuerst hin. Man kann sogar noch die Karte zoomen, sehe ich gerade. Ist ja auch recht nett. Nett. So. Habe ich vorher auch noch nicht gesehen gehabt. Aber jetzt wollen wir erstmal weiter. Ich muss sagen, hier kann man wirklich mit den meisten Objekten interagieren. Die kannst du hochheben, die kannst du werfen, die kannst du umschießen, kannst hier so viel machen. Es gibt nur keine Gartenzwerge, da bin ich recht froh drüber. Nicht wie bei Fallout. Gab es ja ständig diese Gartenzwerge. Kann man auch Objekte kann man ja auch hochnehmen zum Beispiel. So, und die kann man dann werfen. So zum Beispiel. Oder die kann man auch mit mehr Kraft werfen, das wäre dann so. Maximale Stärke. Aber das wollen wir ja nicht machen. Nein, wir wollen maximale Panzerung. Dahin springt der Anzug automatisch immer wieder zurück, wenn man keine Energie mehr hat. Also Energie ist hier... Ach stimmt, hier war ja gleich der erste irgendwo. Wo war der denn jetzt noch, verdammt? Ich glaube, der war hier, stand hier irgendwo hinter der Ecke. Ach, da oben. Da ist auch gleich eine Waffe vor uns. Maximale Stärke. Die packen wir mal gleich ein. Und wechseln wieder auf unsere Flinte. Oder nee, wir können ja eigentlich mal die hier nehmen. Ich würde aber ganz gerne hier die Taschenlampe abschalten. Kein Aufsatz, taktischer Aufsatz, Schalldämpfer, Reflexvisier. Da bin ich nämlich Fan von dem Reflexvisier. So, jetzt waren hier gleich noch irgendwo wieder welche. Fernfeld aktiviert. Waren die denn jetzt noch? Ach, da hinten waren die, glaube ich, irgendwo. Hier irgendwo. Da ist, ah, da! Den hat's erlegt. Dank uns. Haben ihn erstmal der Verwertung zugeführt hier. Können sich jetzt die Krabben dran laben. Immer schön alles mitnehmen, was man finden kann. Munition kann man nie genug haben. Hier ist eine von unseren Fackeln, die wir anscheinend abgeschmissen hatten unterwegs. Jetzt müssen wir aber erstmal weiter. Bäume umsägen kann man übrigens auch hier. Das werden wir wahrscheinlich noch häufiger sehen später. Prophet, hier ist er. Also mit, mit dem Gewehr. Wie sieht's aus? Ich hatte auf dem Weg nach unten irgendwas erwischt. Ich hänge in den Bäumen fest. Okay, teilweise kann man die Gegner auch mit Baumstämmen erschlagen, das habe ich auch schon mal hingekriegt hier. Da waren auf irgendeiner Anhöhe, waren hier irgendwo Baumstämme hingestapelt und die habe ich runtergetreten mit maximaler Stärke und die sind auf... Die sind auf Gegnern gelandet und dann lagen sie da. Ach, da hinten ist er. Komm schon, wir müssen zuerst hin. Ja, ich komme. Bleiben Sie ruhig, alles wird gut. Ich bin hier nicht allein. Was ist los, Aztec? Mach die Lampe aus! KVA-Patrouille. Vier Mann. Haben die sie gesehen? Negativ. Aber sie kommen näher. Moment, da ist etwas. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Aztec, was ist denn los? Da muss ich lang. Adresse Santissima.
Aztec, Lagebericht! Jetzt! Ich komm doch schon, ich komm doch schon. Halt durch, Aztec! Griffith, hilf mir! Glaub, wir sind zu spät. Nomad, Chester, helfen Sie ihm! Schnell! Los, los! Den kann man wohl auch nicht retten, das gehört wohl irgendwie zum Story-Modus. Was ist das? Na, da hinten sehe ich schon. Da ist er schon. Über dir. Oben. Leuchte doch mal nach oben, verdammt. Mann. Was zum Teufel war denn hier los? Wahnsinnig aufmerksame Spezialeinheit. Hörst du das? Boah. Ach nee, hier hänge erst. Mir gefällt das nicht, Mann. Mir auch nicht. Ja, stimmt, hier hängt er erst. Verdammter Mist! Schockeffekte! Chester, bitte kommen! Was ist mit Aztec? Er ist tot, Boss. Verdammt! Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung, aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Mach die Lampe aus. Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen 4 Koreaner, aber Aztec kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Okay, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns. Alles klar, wir gehen dann gleich weiter. Was ist mit Aztec, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ, ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Okay. Treten Sie zurück. Da wird er aufgelöst. Verdammt. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Na, besser ist das. Adios, amigo. Wenn du dich daran gewöhnst, bist du kein Mensch mehr. Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Limit. Spuren. Nomad, meins. Zur Landezone. Verstanden, Boss. Bin unterwegs, Prophet. Was zum Teufel war das? Maximale Stärke. Warten Sie, da vorne bewegt sich was. Maximale Umschalten auf Tarnmodus. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert, werden wir noch häufiger hören. Den Anzug kann man übrigens 2 verschiedene Stimmen hinbiegen. Eine männliche, eine weibliche. Voreingestellt ist die männliche. Ich finde die weibliche aber irgendwie schöner. Ich sehe nichts. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ich sehe! Greift an! Zu spät. Der andere Idiot? Tarnfeld aktiviert. Da. Maximale Panzerung. Ihr habt doch bestimmt was für mich. Siehst du, habt ihr was für mich. Sehr schön. Und du nicht? Geizhals. So. Mal gucken, dass wir jetzt hier weiterkommen. Oh, die Sonne geht auf. Sehr schön. Sind wir morgengrauen, sind wir gelandet. Ist das unser Atem, der da so geht, oder ist das ein Hund? Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Roger, alles klar. Bin unterwegs. So. Da vorne ist dieser Störsender. Bis dahin bin ich jedes Mal gekommen. Und dann habe ich ausprobiert, ob es synchron war oder nicht. Ja, und dann war es ja nie synchron. Und dann, naja. Ich glaube, meine Festplatte kommt mit der Geschwindigkeit nicht hinterher.